Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem Video für den Design-Team-Beitrag von Monas Kreativwerkstatt. Hier nochmal so ein paar Sachen, die ich in dem Design-Team-Paket hatte. Und zwar einmal diese Animal Accents von Ranger, einmal dieses Pink Gumball, wer das Video gesehen hat, der kennt die Farben ja mittlerweile. Und einmal dieses Caribbean Coast. Die Enamel Dots habe ich jetzt noch nicht verwendet, die kommen jetzt noch für die anderen Projekte, die jetzt aber noch nicht fertig sind. Ich zeige euch jetzt aber schon mal einiges, um das einfach abzudrehen, das beiseite zu legen und mich dann auf die 7, 8 anderen Projekte noch zu konzentrieren. Ja, es ist wirklich diesmal eine Menge, aber ich hatte so viele Ideen, ich musste das einfach umsetzen. Dann hatte ich ja dieses Papier von MFT, also da ist jetzt wirklich nur noch so ein paar Schnipsel übrig. Und hier, wo ich halt viel gestanzt hatte, ja, aber das wird jetzt alles noch verbraucht mit den anderen Sachen, das seht ihr dann aber im Video. Und dann hatte ich ja die Stempel von MFT, die Happy Hedgehogs heißen die, da oben steht's. Und ja, was soll ich sagen, die Igel, die sind einfach mega niedlich und ich finde die so, so süß. Und ja, da habe ich natürlich auch Sachen draus gemacht, ne? Und das will ich euch nicht vorenthalten, das zeige ich euch jetzt. Und dann legen wir mal los. So, ich habe einmal diese Diamantenbox gemacht, die Liebesfuchs in ihrem Video gezeigt hatte. Ich fand die so, so schön und musste die einfach nachmachen. Dekoriert habe ich dann so. Hier ist quasi, den Igel habe ich koloriert mit den Spektrumstiften und die Waldpilze auch. Dann habe ich hier oben so eine Fahne ausgestanzt und dann zwei so, vier so Glitzersteine. Ja, das Ganze kann man dann quasi hier aufmachen. Ja. Für jeden, der mal solche Box machen will, der guckt sich einfach mal Janines Video an. Und ja, das ist einmal die Box, habe ich gemacht. Dann hatte ich ja von Ramona einmal dieses Stanzenset, Moment, ich zeige euch das mal ganz kurz, dieses Stanzenset ausgeliehen bekommen, weil ich das mal testen sollte, weil sie momentan dazu nicht kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe dieses Stanzenset. Das ist einfach echt schön und sehr, sehr vielfältig. Damit kann man echt viel machen. Und da ist denn diese Karte entstanden. Und wenn man die aufklappt, sieht die dann innen so aus. Ja, finde ich sehr, sehr süß. Ja, die gefällt mir echt gut. Ich mag die Karte und ich mag das auch, dass man das so aufklappen kann. Finde ich sehr, sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich mir die Stanze auch noch kaufe. Die ist echt toll. Dann habe ich noch eine andere Karte gemacht, eine relativ schlichte Karte. Und zwar die hier. Hier habe ich wieder diese Distress-Technik verwendet. Und zwar habe ich, wollte ich euch mal zeigen, mir neue Pinsel gekauft. Und zwar die hier. Oh, und die sind so flauschig. Die sind echt flauschig. Die sind von For Your Beauty. Ich habe noch einen eingepackt, um euch den extra zu zeigen. So sieht die Verpackung aus. Gibt es beim Rossmann 2 oder 3,99. Der Preis steht hier natürlich nicht drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die sind für diese Technik mega gut geeignet, weil die eben so flauschig sind. Ja, die sind echt süß. So. Ja, das ist die Karte, die ich noch gemacht habe. Sehr schlicht, sehr einfach. Finde ich aber sehr, sehr schön. Ja. Und dann habe ich ein Album gemacht. Und zwar mal mit Buchschrauben. Das habe ich ja noch nie gemacht. Dazu habe ich mir das Tutorial von Nicole angeguckt. Das verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Könnt ihr euch mal angucken, wenn es im Hintergrund ein bisschen Krach macht. Das ist meine Kleine, die gerade mit meinen Stempelkissen spielt. So, ich habe ein kleines Album gemacht und habe in das Album natürlich schon, Gesundheit, Fotos reingemacht und habe das schon dekoriert. Da sind auch einige Card Candies mit drin, die ich mal so bekommen hatte von verschiedenen Leuten. Und ja, wie gesagt, mit Buchschrauben. Das ist das erste Mal, dass ich ein Album mit Buchschrauben gemacht habe und ich muss ganz ehrlich sagen, das ging mega easy, hat super viel Spaß gemacht und das Album ist echt schön geworden. Das Papier habe ich verwendet aus dem MFT-Kit und das Papier ist einfach so schön, das lässt sich so schön kombinieren eigentlich mit allem. Und ja, hier seht ihr dann schon die Card Candies, die ich hier mit drin habe und Fotos von meiner Familie und ja. Ich zeige euch jetzt einfach mal echt die Bilder. Ich hatte erst überlegt, die abzukleben, aber ich zeige es euch jetzt einfach. Hier sind ja die Card Candies, die ich mal gemacht hatte. Dann hier, ja, und das Papier ist einfach so, so schön. Und ja, das ist mein kleines, aber feines Album. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich echt stolz drauf, dass das eben auch wirklich so einfach geht und man nicht immer eine total krasse Bindung nehmen muss. Das geht halt auch so, ja. Ist halt, ja, es hat echt Spaß gemacht. Das Album gefällt mir echt gut und das steht auch hier bei mir am Platz.
dass ich quasi meine Familie, wenn die mal nicht da sind, immer bei mir habe. So, und dann habe ich was gemacht, und zwar das Video kann ich erst am Samstag hochladen, also quasi morgen, weil wir nämlich morgen zum Geburtstag von meinen Eltern fahren und ich habe für meine Mama was ganz, ganz Besonderes gemacht. Darum kann ich das Video erst hochladen, wenn sie es schon hat, weil sie guckt sich eigentlich alle meine Videos an. Das habe ich verpackt in so einer kleinen Box, die habe ich gemacht mit dem Envelope Punchboard. Habe hier so einen Pilz aus dem Stempelset und so ein Doily und ich zeige euch mal, was da drin ist. So, ich habe für meine Mama eine Resin-Perle gegossen und da sind Haare von meinen Kindern drin, also quasi von ihren Enkeln. Und ja, das ist die Perle. Und jetzt spreche ich nochmal direkt Hanan an. Hanan, tausend, tausend, Millionen Dank, dass du mir diese Form gegossen hast und also quasi solche Kugel abgeformt hast. Ich könnte dich echt knutschen dafür. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss echt überlegen, ob ich das weggebe oder nicht, weil das ist echt schön geworden. Ich werde mir sowas garantiert auch machen. Das ist echt toll. Ich hoffe, dass meine Mama sich morgen darüber freut. Wenn nicht, dann behalte ich es halt selber. Das war jetzt ein Ding mit dem Zaunfall. Aber ich denke mal, ich hoffe nicht, dass sie weinen wird vor Freude. Obwohl das schon schön wäre, ne? So. Das ist eine Box. Und dann habe ich noch zwei andere Boxen gemacht. Und zwar die. Die sind aber noch leer. Da habe ich jetzt auch das Papier verwendet und normalen Cardstock. Habe einfach mir wieder so Maße ausgerechnet mit dem Envelope Punchboard-Rechner im Internet. Habe die zwei Boxen noch gemacht. Und die. Moment, ich mache das mal so. Ach, irgendwie sieht man das alles gar nicht richtig. So. Und hier kommen, das ist einmal für meinen Papa und einmal für meinen Bruder, zwecks, weil er jetzt endlich mal, also weil er jetzt quasi im August seine Ausbildung anfängt. Und da habe ich ihm natürlich auch ein bisschen was Kleines gemacht. Und dazu muss ich aber erst was rauspoppen mit euch. Und zwar habe ich drei Untersetzer gemacht für meinen Papa, zwei und für meinen Bruder einen. Und ich hoffe so, 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 dass die was geworden sind. Und das wäre echt schade, wenn nicht. Und ja. Die sind noch ziemlich weich. Ich kann die mit euch nicht rauspoppen. Ach Mann, schade eigentlich. So schade. Ja, also das ist wirklich noch weich, Leute. Ihr seht das ja da an der Seite. Die kann ich mit euch noch nicht rauspoppen. Das ist echt schade. Ich hätte euch das wirklich sehr, sehr gern gezeigt. Ich bearbeite das Video im Nachhinein und hänge euch dann quasi am Ende von dem Video die Bilder dran. Es tut mir echt leid, dass das jetzt nichts wird, aber das bringt ja nichts. Ich versau das denn und bis morgen schaffe ich das einfach nicht mehr, das neu zu gießen. Auf jeden Fall habe ich drei Untersetzer gemacht, die zeige ich euch dann aber per Bilder am Ende vom Video. Ja. So, das war mein erster Design-Team-Beitrag. Ein nächster folgt dann jetzt in den nächsten Tagen, sobald ich fertig werde. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Anregungen mal für mich, was ihr gerne mal sehen würdet von mir, außer eine Roomtour, ja, die ist in der Mache. Moment. Ja, Schatz, warte. Hör mal auf. So, da bin ich wieder. Oh, jetzt wackelt die Kamera. Oh mein Gott. Ja, also wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, was ihr von mir mal sehen wollt, außer eine Roomtour, die ist jetzt quasi gerade in Bearbeitung, am Planen, wie ich das am besten mache für euch, um das relativ wackelfrei zu machen, mal sehen. Dann schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Design-Team-Beitrag-Video oder was auch immer noch so folgt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen und bis demnächst, ihr Lieben. Tschüss!